Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen bei Sprungwurf TV. Hier ist Anwurf, das Handballmagazin, Folge 78. Und ihr seht es schon an der Umgebung, es ist alles ein bisschen anders. Es ist alles neu, das neue Studio von Sprungwurf TV, aus dem wir jetzt immer mittwochs senden. Ich freue mich sehr, ansonsten alles beim Alten. Ein tolles Konzept, das ich euch gleich noch vorstellen werde. Und, aber das ist die wichtigste Änderung, zurück zum Alten. Wir haben wieder Gäste, analog und live vor Ort. Ich freue mich extrem. Unser Premierengast, der das neue Studio einweiht, kommt von der HSG Eiderhade und heißt Philipp Henrich. Moin. Ja, moin vom, ne? Wie fühlst du dich? Ja, super hier. Also, die Wohnung kannte ich ja vorher nicht, aber schön geräumig. Die alte Wohnung meinst du wohl? Ja, genau, ja. Die alte Wohnung. Und ja, super schön hier. Hat Michel hier alles Sofa hast du hier. Rausgeräumt, Sofas sind mit dabei, Getränke sind vorhanden, es ist alles da. Ich freue mich extrem, dass du da bist. Wir sprechen über den Drittligastart der HSG. Ja. Da gibt es einiges zu besprechen und die lange, tolle Karriere von Philipp Henrich. Wir sprechen über WIFT Neumünster, müssen wir ganz viel bereden. Und da haben wir eben schon ganz viele alte Geschichten rausgehauen. Hat extrem Spaß gemacht im Vorgespräch, das werden wir gleich alles zusammen erläutern. Vorher kann ich sagen, ich habe ein iPad hier. Da kann ich mitlesen. Das ist ja das Schöne an Twitch. Ihr könnt Fragen stellen in unseren Chat und dann kann ich die hier ablesen und direkt an dich weiterleiten. Ja, alles klar. Dann kann Philipp sie uns direkt geben. Da seht ihr sie auch an der Seite. Da könnt ihr eure Fragen mit reinstellen. Und wenn ihr Ausrufezeichen Gewinn schreibt, dann seid ihr automatisch im Lostopf für unseren Gewinn. Logischerweise, denn wir hauen heute wieder ein Buch raus von Daniel Duhr, Handball, Himmel, Kreisliga heißt das, wenn ihr das haben wollt, weil ihr sagt, ich habe unfassbar viel Zeit zum Lesen und Bock auf Handball, dann ist das genau das Richtige. Ausrufezeichen Gewinn schreiben wir aber auch nochmal in den Chat. Eine Sache müssen wir vorab noch klären, du bist alleine heute hier, obwohl eigentlich erst Jascha Fehlberg mit dabei sein sollte und dann richtig. Kollege Mehmet Ali Ataman, ja. Beides Torhüter, beide heute nicht da, warum nicht? Ja, Jascha krank, die letzten Einheiten nicht dabei gewesen. Aber ich denke mal nicht, kein Corona, hoffe ich jedenfalls nicht. Wir drücken die Daumen, gute Besserung. Ja, Mehmet sitzt hier, irgendwie hat sich ja bereit erklärt zu kommen. Sitzt aber noch im Zug oder beziehungsweise am Bahnhof in Süderbrarup. Mehmet haltet durch, der nächste Zug kommt. Unfassbar, ja. Ne? Ja, richtig blöd gelaufen, auf die Bahn ist wieder Verlass. Ich lache so. Ja. Weil ich glaube, das ist wirklich der Inbegriff von Schleswig-Holstein. Die Mitte von Schleswig-Holstein ist es zwar nicht, aber das ist so der Inbegriff. Ich denke an Holzbein Kiel gegen Süderbrarup. Ja. Kennst du ja, auch? Ja, ne? Stimmt. Werner oder so. Ne? Genau. Ja. So. An sich dort schön, aber ja. Wenn man auf dem Weg mit der Bahn zu Anwurf nach Kiel ist, ist es doch noch ein Stück. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, also dementsprechend hoffen wir, dass der Schienenersatzverkehr ihn wieder zurück nach Flensburg, glaube ich, ne? Bringt. Morgen ist wieder Training, muss wieder da sein. Hoffentlich kommt er vorher noch irgendwie an in der Trainingshalle. So, wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit Anwurf, dem Handballmagazin, wenn wir es eigentlich grammatikalisch mal richtig sagen wollen. Folge 78, ein Spot, dann geht's los. Vielleicht. Jo. Wir schauen sehr gerne Werbung, aber es kommt aktuell keine Werbung. Dann kann ich in der Zwischenzeit ja mal ein bisschen was zum Konzept erklären. Denn was jetzt gleich passiert, ist Folgendes. Wir haben eine kleine Sportschau, haben wir es letzte Woche genannt, in unserem kleinen Ankündigungsclip vorbereitet. Besteht heute bislang aus einem Spiel, diese Sportschau, diese Handball-Sportschau. Liegt auch daran, dass noch nicht in allen Ligen logischerweise gespielt wird. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen alles ein bisschen vermehren. Heute haben wir ein Spiel aus der Oberliga Ostsee Spree der Frauen, Pro Sport 24 Berlin gegen TSG Wismar. Da gucken wir uns gleich die Highlights zu an. Und das haben wir alles in einem neuen kleinen Rahmen sozusagen eingebettet. Und jetzt kommt ihr nämlich ins Spiel, wenn auch ihr sagt, unser Verein muss unbedingt mal medial präsentiert werden, wir wollen auch unbedingt einen Spielbericht haben, dann schickt uns doch eure Aufzeichnung von dem Spiel, weil die meisten Spiele ab zum Beispiel der Oberliga müssen ja eh aufgezeichnet werden. Schickt uns das rüber, Michel schneidet das, ich kommentiere es ein und dann hauen wir es mittwochs bei Anwurf, das Handballmagazin, auf jeden Fall raus. So, das auf jeden Fall zum Thema Spielberichte Pro 24 Berlin gegen die TSG Wismar. Das ist das Spiel, was wir uns jetzt angucken. Und während die Werbung nicht klappt, klappt das auf jeden Fall. Jetzt gehen wir rein.
Oberliga Ostsee Spree, da sind die ersten zwei Punkte für Pro Sport 24 aus Berlin in den schwarzen Trikots zu Hause gewonnen gegen die ganz in Rot gekleidete TSG Wismar. Und so ist es passiert. Die Gastgeberinnen starten, aber die erste Parade kommt von Antje Borkowski hinten beim Aufsteiger im Tor. Die leitet den schnellen Gegenangriff über Cindy Plüm an. Klasse Pass, Stefanie Lars, Führung für die Gäste, die wieder zurück sind auf dem Parkett der Oberliga. Zuvor ja in der Landesliga unterwegs gewesen, nachdem man in der Vorsaison nach dem Drittliga-Abstieg gesagt hat, wir bleiben in der Landesliga und gehen nicht in die Oberliga. Borkowski hält hier auch wieder gut, aber dann kommt Marie Euleit und die Gastgeberinnen haben sich reingebissen, führen jetzt 6:3. Dann die Parade wieder hinten und Wismar zeigt hier schon, wie sie in der Oberliga weiterspielen wollen mit schnellem Tempohandball. Sarah Dürl, 7:6, das ist der Anschluss. Dann aber fast nur noch die Gastgeberinnen können den Vorsprung deutlich aufbauen. Alina Zugmantel 13:8 kurz vor der Pause. Eine haben wir noch. Und wieder geht's raus auf Alina Zugmantel und die macht das, was ihr Name verspricht. Die bringt ordentlich Zug ins Spiel. 14:10 der Halbzeitstand. Jetzt nicht verwirrt sein, es gibt keinen Seitenwechsel. Corona sei Dank. Also Wismar weiter von links nach rechts in den roten Trikots. Jule Mayburg 14:11 Anschluss. Und 2 Minuten gab es hinterher für Marie Euler. Die ist hier aber gleich mit der 33 schon wieder auf dem Feld und sieht, dass Antonia Wecke wieder den 4-Tore-Vorsprung für die Gastgeberinnen herstellen. 16:12. Ist hier noch was drin für den Aufsteiger? Er verkauft sich vorne ja gut. Sarah Dürr, 17:14, wieder der Anschluss. Aber wir sehen hier, warum Pro Sport an diesem Tag immer wieder den Ticken besser ist. Denn am Ende halten sie den Vorsprung hier effektiv. Im zweiten Durchgang sehr wenig Fehlwürfe. Alina Zugmantel wieder 18:14. Und dann ist klar, wohin die Reise hier geht. Pro Sport 24 bekommt es in der Schlussphase zu Ende gespielt. Maxima Meding 24:18. Da sind es schon 6 Tore. Die TSG Wismar hat sich trotzdem super verkauft hier im ersten Spiel. Wissen, woran es in den nächsten Tagen zu arbeiten gilt. Nadine Rambo 25:21. Der setzt für Pro Sport natürlich dann die Kirsche auf die Sahne. 25:21 gewinnt Pro Sport 24 das erste Heimspiel. 2 Punkte gegen Aufsteiger Wismar in der Oberliga Ostsee Spree. So, also Pro Sport 24 gewinnt 25:21 gegen die TSG Wismar. Und ihr seht schon, das ist der andere Teil von unserem neuen Studio. Das ist dieser Stehtisch hier. Und wenn ich hier dann dran stehe bei Anwurf, dann werde ich automatisch Spiele sozusagen ansagen, was ich eben meinte, der neue Rahmen für die Sportschau. Hier werden wir das Ganze immer machen. Und so wie ihr das gerade gesehen habt, wird es dann auch in den kommenden Wochen sein. Wir hatten ja letzte Woche zum Beispiel auf der Plattform von Sprungwurf TV schon die Zusammenfassung aus der zweiten Liga von Harrislee. Jetzt also das Auswärtsspiel von Wismar bei Pro Sport 24 Berlin. Und darauf schauen wir jetzt auch noch weiterhin, denn nach diesem Spiel gibt es natürlich eine Tabelle. Es wurde auch in der Oberliga Ostsee Spree auf anderen Hallenböden gespielt. Und da gucken wir auf die Tabelle und sehen, gut, ein Spiel hat noch nicht so ganz, ganz viel Aussagekraft. Aber Grün-Weiß-Werder ist da ganz vorne mit dabei. 34:24 gegen Alt-Landsberg gewonnen. Und Neukölln vor Pro Sport 24, die aufgrund dieses Torverhältnisses eben auf Rang 3 sind in der Ostsee-Spree-Liga. So, das ist die Tabelle nach dem ersten Spieltag. Und wie gesagt, wenn auch ihr eine Zusammenfassung eures Clubs haben wollt, dann schickt uns das, schreibt uns das und dann können wir mit den Vereinen das klären, dass wir die Aufzeichnung bekommen. Und mit dem einen oder anderen Verein haben wir das auch abgemacht, dass wir tatsächlich jedes Spiel diese Saison, zumindest von den Heimspielen, hier präsentieren und auf die Tabellen gucken wir dann im Anschluss auch. Das soll sozusagen das Introducing sein, die Einleitung zu diesem neuen Format hier innerhalb Anwurf des Handballmagazin. Und jetzt gibt es ein Spot und dann kommt der fantastische Talk mit Philipp Henrich, wo ich mich sehr drauf freue. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. So, schnell geht das. Einmal hier rüber aus unserem kleinen, ich habe es immer Sportschaustudio gesagt, aber das ist ja wahrscheinlich rechtlich geschützt, nicht nur wahrscheinlich. aber
Da werden wir immer unsere Spiele zeigen. Wie geht es dir? Gut, ne? Wie hast du die Anfangsphase von Corona so überstanden? Ja, war eigentlich eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ja? Ja, hat mir gar nicht mal so gefehlt, der Handball. Man hatte echt mal Zeit für andere Sachen. Und das war eigentlich auch mal ganz schön, muss ich sagen. Das ist eigentlich auch ein sehr gutes Stichwort für die Sendung heute, denn wir müssen natürlich besprechen, ihr seid Aufsteiger in die dritte Liga. Mhm. Und es wird ein Mammutprogramm. Ihr habt extrem viele Spiele, ihr habt teilweise Doppelspiele und es wurde auch in den letzten Wochen medial oft kommuniziert, nicht nur in den lokalen Blättern, sondern auch auf den ganzen Handballplattformen. Das sind 8 Bundesländer, die in dieser dritten Liga, in dieser Staffel von euch mit involviert sind. Das bedeutet, ihr müsst runterreisen bis nach Leipzig. Ja, richtig. Ja, geht ganz schön weit runter. Irgendwie hatte ich gestern nochmal gehört, über 10.000 Reisekilometer für uns. Also das ist schon irgendwo ja, weit, weit weg. Insgesamt gesehen. Da wirst du die Zeit so ein bisschen vermissen wahrscheinlich, so die ganze... Ja, obwohl wird ja auch ganz cool mit der Mannschaft. So, ja. Ne? Also darauf freue ich mich auch schon irre. Werden bestimmt ein paar geile Fahrten und gerade so die weiten Reisen machen das ja auch aus. Na klar, so, aber wenn sich das denn doppelt und du bist auch noch berufstätig? Ja, das ist manchmal schwierig unter einen Hut zu bekommen. Gerade mit der Arbeit ist dann auch echt... Gerade so was Training, Arbeit angeht, ja, wir haben eine frühe Trainingszeit und müssen schon immer so um 18.30 Uhr da sein. Okay. Das ist dann ja für mich zum Beispiel nicht realisierbar während der Woche. Dann trainiert man ja auch häufiger. Ist ja, ja dreimal aktuell jetzt, wenn der normale Ablauf wieder da ist, ne? Auch das ist für mich eigentlich zu viel. Matze weiß das auch. Also von daher, zweimal reicht. Dienstag, Donnerstag bin ich dabei. Montag mache ich dann was Eigenes. Musst du auch machen letztendlich. Ne? Klar. Okay. So, bevor wir richtig deep eintauchen in die Materie, wie es heutzutage so schön heißt. Wir haben die schöne Tradition letzte Saison angefangen, dass jeder Gast sich einmal selbst vorstellt oder eigentlich sich gegenseitig vorstellt. Das geht jetzt relativ schlecht. Ja. Ich meine, du könntest den imaginären Jascha vorstellen, ja. Das ist der Torwart der HSG. Nein, kannst du dich in 2, 3 Sätzen ganz kurz selber einmal vorstellen für alle, die dich nicht kennen? Ja, ich bin Philipp Henrich, werde dieses Jahr noch 33 Jahre alt, bin jetzt seit 2016 bei der HSG Eiderharde, ja, war davor bei den ja, Düvels Dithmarschen Leistungshandball, WIF Neumünster war ich unter anderem, und auch bei der HSG Kropp-Tietenhusen. Seit wann spielst du Handball? Ich spiele Rückraum rechts. Ich spiele ja seit Kindesalter eigentlich schon, ne? Also mit 6, 7 irgendwie begonnen und dann ja, ich wollte eigentlich gar nicht zum Handball. Meine Eltern haben gesagt, ey, du machst jetzt mal Sport. Fußball hatte ich wohl keine Lust und dann haben sie mich zum Handball geschickt. Ja. Und Linkshänder? Genau, das seit war wann? Immer mein Vorteil. Ja. Ja, Linkshänder wurden immer gefragt und ja, ich war so halbwegs gut und konnte dann ja, mich ein bisschen weiterentwickeln. Also du hast dich nicht extra für den Handball umorientiert, sondern du warst schon vorher. Ja, genau. Unterwegs. War schon vorher Linkshänder und dann, ja. Wer öfter Anwurf das Handballmagazin guckt, weiß, wir haben eigentlich unsere Fragenlawine. Viele Fragen, 5 Fragen an jeden Gast und verschiedene Antworten darauf, aber das haben wir ein bisschen geändert. Neues Studio, wollen wir das Ganze zumindest ein bisschen auch verändern und haben uns eine neue Rubrik überlegt. Die großen 3 heißt sie. Auch wieder 5 Kategorien, ja. Aber eben nicht mehr eine Antwort, sondern 3. So ein kleines Ranking sozusagen. Wir machen das gleich mal an einem Beispiel, dann wisst ihr genau, was ich meine. Unsere erste Kategorie ist Lieblingstrainingsübungen, deine Top 3. Und jetzt erzählt Philipp uns seine Top 3 und so machen wir das jetzt jede Woche mit 9 Kategorien. Also meine Lieblingstrainingsübungen sind tatsächlich mittlerweile, muss ich sagen, das Einwerfen, also Torhüter einwerfen. Ja, ist immer ganz entspannt, immer lustige Runde. Irgendwas passiert da irgendwie immer, der Ball geht irgendwo mal hin, wo er nicht hingehen soll. Ja, irgendwie auf dem Pansen vom Torhüter oder ja, sonst wohin. Ne? Und ist eigentlich immer dieses Zusammenkommen da in der Runde, echt ganz lustig und auch alles locker so. Ne? Dann auf jeden Fall auch die Überzahlspiele, sag ich mal, dass du mit einem Mann mehr angreifst, sag ich mal, da hast du dann ja weniger Körperkontakt, wenn du keinen Bock darauf hast, irgendwie noch blöd faul zu werden und ansonsten ja, ganz normal nachher das Spiel ist eigentlich immer das Highlight, immer noch, das war es schon als Kind und nachher das Abschlussspiel, das Abschlusstrainingsspiel, das Erlernte der Trainingseinheit nochmal umzusetzen. Bei mir klappt das nicht immer, aber dafür sind die anderen ja dann da.
Bevor wir zur zweiten Kategorie kommen, Hassübungen, also das genaue Gegenteil, lese ich einmal das vor, was Jascha mir geschrieben hat. Denn Jascha, der heute hätte hier sein sollen, hat sich nicht lumpen lassen und hat trotzdem all diese Kategorien auch nochmal ausgefüllt und mir hier geschrieben. Seine drei Lieblingsübungen sind Platz 3, aktuell Physio bei Swanhild. Ist das richtig? Ja. Das ist die neue Physiotherapeutin. Ja. Und ja, die macht einen guten Job. Offenbar. Ja, hat mich auch schon behandelt. War super. Zweitens, Fußball. Aber aktuell mit dem Knie leider nicht möglich. Auch eine Lieblingsübung. Spielt Jascha eigentlich da auch im Tor oder ist er auch mal als Flitzer unterwegs? Ganz im Ernst, ich habe ihn dieses Jahr noch nicht beim Fußball gesehen. ja. Aber er geht ja auch mit dem Knie aktuell nicht bei ihm. Nee, geht auch nicht. Aber boah, dann habe ich ihn das letzte Mal Fußball spielen sehen. Also. Ja, lang, lang her auf jeden Fall. Aber wenn es ihm gut gefällt, soll er mal ja, wieder reinkommen. Wer ist denn bei Eider Hade das bessere Fußballteam eigentlich? Immer alt. Immer, weil du da drin bist. Absolut. Wo bist du dann? Auf welcher Position? Im Hallenfußball gibt es ja keine Position. Ich halte mich immer vorne auf, warte immer, dass der lange Pass kommt. Hinten bin ich immer der Letzte. Ne? Nein, aber als also quasi wie die komplette Mannschaft von Schalke 04. Ja, genau. So ungefähr. Ja. Nur, dass ich noch ein Tor mache. Das ist der Unterschied. Ja. Der kleine Schlenker war natürlich, weil du Schalke-Fan bist. Auch da gibt es eine interessante Anekdote, die wir gleich noch besprechen werden. Platz 1 bei Jaschas Lieblingsübungen. Andersons Schlägerübung für Reaktion und Koordination. Was ist denn das? Gute Frage, Gute Frage, weiß ich auch nicht, wo er da so Jascha, schreib mal bitte hier in den Chat. Kann er ja mitlesen. So, und dann, hier sind auch schon einige Fragen an dich rangekommen. Keine Sorge, die lese ich gleich vor. Jetzt öffnet sich hier irgendeine App. Super, dass ich super mit Technik umgehen kann. Hassübungen, deine Top 3. Seit dieser Saison hat Matze bei uns da so eine neue Sache eingeführt, oder also für mich zumindest, ich bin ja jetzt erst so richtig im Trainingsbetrieb dieses Jahr wieder drin. Das nennt sich Spiegeln. Das heißt, einer macht was vor und der andere muss es nachmachen. Und das heißt meistens irgendwie auch mit Sprinten und so weiter, vorwärts, rückwärts laufen, so einfache Dinge eigentlich. Nur laufen in der Regel. Das hat er nur für dich eingeführt? Nee, das will ich ja wohl nicht hoffen. Nein, das hat er allgemein eingeführt. Ne? So ein bisschen auch den Überblick in Spielsituationen zu behalten. Und ja, das ist sicherlich eine gute Übung, aber schockt halt null. Ne? Das ist super, super nervig, aber irgendwas wird es wohl bringen. Und ja, nennt sich Spiegeln, dann letztendlich alles eigentlich so mit Sprinten, Laufen. Ja, das ist ja nicht so meins. Deckt sich fast mit den Hassübungen von Jascha. Jascha hat auf Platz 3 Abläufe ohne Schüsse aufs Tor, gefallen ihm gar nicht. Platz 2 Dauerläufe, nur noch übertroffen vom Platz 1, auch Dauerläufe. Jetzt werden wir mal nicht so ganz sportlich. Was sind denn deine Top 3 Filme? Ja, auf jeden Fall Schlappschuss. Ich weiß nicht, Slapshot heißt er. Ist auch. Heißt Schlappschuss auf Englisch Slapshot? Ja, genau. Ernsthaft? Ja, keine Ahnung. Ist die Übersetzung auf jeden Fall. So wurde er im Englischen genannt. Gehe ich also davon aus, dass das passt. Slapshot. Geht irgendwie um so ein Eishockey-Team. Auch kurz vor dem Ruin. Und also finanziell auch. Und keine ordentlichen Spieler. Und da kommen dann irgendwie so drei dahergelaufene, die Hansen Brothers. Und die mischen den Laden da mal ordentlich auf. Richtig rabiate Typen. Und mit denen gelingt das dann irgendwie, die Klasse da auch zu halten. Und sogar irgendwie mehr. Slapshot, musst du mir mal aufschreiben. Ja, musst du mal ansehen. Und den haben wir damals immer vorm Spiel sogar. Und mit Peter Rickardsen war unser Trainer da gesehen, um nochmal heiß zu werden. So gerade, wenn wir irgendwie, lief sogar im Bus dann auch, wenn wir irgendwie dann ja in den Osten gefahren sind, um Handball zu spielen. War es dann, lief der im Bus, damit wir irgendwie nochmal ein bisschen Attacke-Modus kriegen. Ja. Slapshot, ein Verein vor dem Ruin, sportlich. Genau. Klingt eigentlich fast wie die Geschichte von Schalke, man müsste nur Eishockey rausstreichen. Schön, dass du immer wieder darauf zurückkommst. Aber dann kommen nicht die Hansen Brothers, sondern die Henrichs Brothers und bringen den Laden wieder auf Trab. Die Eider Hade kommt dann. Ja. Ja. Und ja, ansonsten so hier Bud Spencer Filme, so ne, mit Terence Hill finde ich auch immer ganz gelungen. Jascha, Platz 3, Honig im Kopf. Platz 2, gegen jede Regel. Ja.
Kenn ich nicht. Und Blindside auf 1. Gibt aber noch viele andere gute Filme, soll ich noch ausrichten. Bei Sportler hat Jascha nur einen genannt. Oliver Kahn. Weil authentisch, unfassbar ehrgeizig. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir eigentlich immer SG-Spieler gewesen. Auch Linkshänder natürlich. In der Jugend war das Jan Eiberg Jürgensen. Auch ein Linkshänder-Faxe wurde genannt. War ein richtig krasser Linkshänder, auf halb rechts bei der SG. Und dann ging das so weiter, ne? Nachher Kalleen, Oskar Kalleen. Ja. Und den, der ist ja irgendwann zum HSV. Ja. Schwer verletzt dann nicht mehr. Aber das war schon auch ein kompaktes Tier da im Angriff und auch in der Abwehr. Alter Schwede, kann man sagen. Ja. Kann man sagen. War echt bitter, dass die Karriere so früh zu Ende gegangen ist. Und dann noch? Holger. Uns Holger. Uns Holger. Ach, so wird er genannt, der Flensburg. Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung, habe ich so gesagt. Aber den finde ich auch irgendwie kernig. Ein fröhlicher Typ. Und ich denke mal, so ein Körperklaus, aber was da aus dem Körper rauskommt, alter Falter. Da kommen ein paar Peitschen raus. Ein guter Typ. Ja, klasse Handballer. Schade, dass er nicht mehr spielt. Nenne uns deine drei Länder, die du am besten findest. Schöne Kategorie. Ja, Dänemark auf jeden Fall. Super schön an der Küste. Spanien ist schön, Italien ist schön. Nächstes Jahr will ich irgendwie mal in die USA. New York wäre mal ganz geil. Und so. HSG-Büro in New York eröffnen. Genau, ein paar Spieler scouten. Mal schauen, was Jascha geschrieben hat und dann sind wir mit unseren Top 3 hier durch. Dänemark, weil schnell zu erreichen. Alles, was man hat zum Entspannen, schreibt er. Platz 2, Kroatien, weil schönes Urlaubsland. Und erstens Spanien, Klammer auf, eigentlich nur Mallorca, Klammer zu. Das waren unsere großen 3 und ich merke mir, Slapshot, den Film will ich jetzt auch unbedingt gucken. Ja, cool, erinnert mich ein bisschen an Moneyball. Ja, hat Ähnlichkeit. So. Aber ist nochmal um Weiten besser hier. Slapshot natürlich. Slapshot, Eishockey. Jetzt werden wir handballerisch. Ein Spot, dann legen wir los. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. Philipp Henrich ist heute Abend zu Gast in unserem neuen Studio. Wird Henrich geschrieben, aber Henrich ausgesprochen. So ist es. Für alle, die von dir nochmal ein Trikot haben, wie viele laufen schon mit deinem Trikot rum? Ich glaube nur, viele Fans. Das will keiner mehr. Ne? Ich konnte nicht fassen, als du vorhin gesagt hast, du wirst 33. Ja, ist schon eine Weile her. Wir haben ja jetzt auch ein paar Junge im Kader. Sören Hartwig, 18 Jahre alt, glaube ich, oder 19. Sei gekommen von Flensburg. Genau. Dann Tore Heinemann, auch ein super junger Spund, noch irgendwie 17. Manchmal denkt man auch so, boah, in das Alter möchte ich mich auch nochmal hineinversetzen können, denn jetzt merkt man echt sowas so, auch so, ich habe an Verletzungen so durchkommen, so eine Achillessehne, so ein Kram, das merken die Jungen natürlich noch nicht so. Was waren früher deine Aufgaben als Jungspund in den Teams? Als Jungspund, ich war relativ früh als Kassenwart verantwortlich auch, weil ja, durch die Ausbildung lag mir das dann auch. Aber klar, es ging los mit Zelda-Kisten tragen und so weiter, Bus aufräumen als Letzter. Also das, was ich eigentlich auch so gehört für die Jungs. Und das, so, was die jetzt auch haben. Bei uns läuft das auch so, genau. Ja. Das ist eine Ämtervergabe und die Jungen bringen sich da sehr gut an. Ja, was macht der Kader? Wie ist er drauf? Was hast du für ein Gefühl vom Drittligastart? Ja, einen sehr dynamischen Kader haben wir, ne? Also ich glaube, von bis ist alles möglich, muss ich ehrlich sagen. Man muss mal sehen, ne? Man wird auf jeden Fall dieses Jahr auch lernen, mit Niederlagen umgehen zu müssen. Letztes Jahr gab es, glaube ich, bis auf die Hürup-Niederlagen nur Siege. Und dann kam eben Corona. Das müsst ihr eigentlich erstmal wieder lernen. Ja, aber doch. Bin echt gespannt. Ich glaube, wir sind eine Wundertüte. Ja. Also, ich glaube auch, die Fans werden uns natürlich fehlen. Wir dürfen jetzt, haben gestern gehört, 194 dürfen wir reinlassen. Immerhin mit Maske. Ne? Das ist ja schon mal was. Freut uns auch richtig. Und ja, alles andere, so, ich glaube, die Truppe stimmt in sich. Ist sehr intakt. Das ist immer wichtig für Erfolg letztendlich. Und mit dem Trainer, mit Matze, läuft das sehr gut. Und von daher, ja. Ihr habt ein Testspiel gehabt bei der HSG Ostsee. Wo habt ihr noch gespielt? Genau, wir haben gegen Altenholz gespielt.
Bad Schwartau haben wir getestet. Ja. Dann ein paar Oberligisten, jetzt zuletzt DRK. Jetzt spielen wir am Freitag gegen THW 2. Wie sind die Spiele bislang gelaufen? Gegen die Oberligisten war es eigentlich eine runde Sache. So, gegen ja, Altenholz muss man schon sagen, die sind schon stark, also das wird ganz schwer. Ostsee erhoffen wir uns natürlich was, das wäre gelogen, wenn nicht. Ich denke auch, da können wir mithalten. Und auch Schwartau ist eine Klasse für sich, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt hast du schon erklärt, dass ihr natürlich auch gewissermaßen mental lernen müsst, dass, oh guck mal, hier haben wir die Umfrage, wo landet die HSG Eiderharde am Ende? Stimme ab mit 1, 2 oder 3. Nummer 3 ist für Platz 13 bis 18. Wenn ihr eine 2 in den Chat schreibt, Platz 7 bis 12. Und wenn ihr eine 1 in den Chat schreibt, dann landet die HSG Eiderharde unter den Plätzen 1 bis 6. So, da gucken wir gleich mal. Guck mal hier, eine Stimme schon für Platz 7 bis 12. Da gucken wir also mal, was die Community gleich sagt. Zurück zu meiner Frage. Also du hast schon gesagt, ihr müsst lernen, auch mal zu verlieren, weil das Gefühl ist relativ selten geworden bei euch. Mhm. Müsst ihr euch dann auch handballerisch umstellen oder wollt ihr eure offensive Art, Handball zu zelebrieren, weiter beibehalten? Ja, also sowohl als auch. Wir üben natürlich offensiv und also jetzt auch gerade Abwehr, aus der Abwehr heraus gesehen, sehr, sehr, sehr offensives Spiel, aber auch ein klassische 6-0. Ne? Man muss ja sich auf verschiedene Systeme irgendwie auch einstellen dann und auch spielen können. Und vorne letztlich ja mit ordentlich Tempo. Ne? Da falle ich dann meistens raus. Da haben wir, warte, in die Richtung, das muss ich jetzt erstmal nochmal lernen. Da haben wir die aktuelle Staffel. Das ist eine, ja, vorhin haben wir gesagt Mammutstaffel. Ostsee dabei, Burgdorf 2, Burgenland, Stralsund, auch mit euch aufgestiegen, Eiderharde. Ja, ist ja nur einer Rotsee, steigt nur einer ab, das wäre geil. Dann schaffen wir das drin zu Ich befürchte, es werden mehr. Oranienburg, Magdeburg 2, Empor Rostock, Altenholz, Anhalt-Bernburg mit dabei, Füchse 2, Potsdam, Schwerin, Hildesheim, Leipzig 2, Nordheim, HC, Barmbek. Wahnsinn, worauf freust du dich am meisten? Unabhängig von irgendwelchen Fahrten oder wie weit weg irgendwas ist. Am meisten freue ich mich darauf, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Ja. Das werden wir schaffen, bin ich mir relativ sicher. Und warum? Ja, weil wir echt von der Truppe her super intakt sind und alle am gleichen Strang nachher ziehen. Und wenn es darauf ankommt, glaube ich, sind wir da. Also das ist auch so die Mentalität, die Matze vorgibt. Und Matze, wenn man ihn selber kennt, weiß man ja auch, super ehrgeiziger Typ. Selber bei Schwartau super ehrgeizig gewesen und ja, von daher, das tut uns auch ganz gut, dass wir das annehmen. Und alle ziehen am gleichen Strang, ist nicht so, dass da irgendwelche, ja, ich sag mal, Neidverhältnisse aufkommen, sondern jeder gönnt es dem anderen, auch wenn es manchmal schwer ist, wenn man mal nicht spielt. Aber so, ich glaube, diese Geschlossenheit, die wir jetzt nachher machen und bringen. Und vielleicht sehen wir uns nach der Saison dann wieder, gucken wir mal, wo wir gelandet sind. Und dann, ja, sprechen wir vielleicht darüber, dass wir es geschafft haben. Ich gucke hier gerade mal in den Chat. Ja. Moini schreibt, welche Ziele wurden für die dritte Liga gesetzt, aber das hast du ja damit eigentlich... Genau, also ganz klar der Klassenerhalt, ne? Das kostet den Verein irre viel Geld auch die Saison, ne? Und es ist beeindruckend, was die Verantwortlichen da in die Wege geleitet haben und auch die Sponsoren letztendlich. Da muss man echt sagen, dem wollen wir natürlich was zurückgeben. Ne? Und natürlich wäre es einfacher, auch Heimspiele zu bestreiten, wenn das Ganze mit dem Coronavirus jetzt nicht gewesen wäre und du 600 Zuschauer in der Halle gehabt hättest. Ne? Das gerade die Halle hat letztendlich oder ja hat uns auch ausgezeichnet in der letzten Saison oder die letzten Jahre auch schon. Ne? Und das ist dann immer schwer für auch eine Top-Mannschaft, wo sie dann auch herkommt, bei uns da zu gewinnen. Ne? Von daher. Genau, solche Mannschaften trifft es am Ende ja am härtesten, die vor allem auf dem Dorf über das Publikum kommen. Genau, also so ist es, ne? Und ja. Aber mein Eindruck aus der Distanz, aus dem Corona-Abstand und darüber hinaus ist auch eure Ehrenamtler und so weiter, nicht nur was das Hygienekonzept anbelangt, sondern auch vorher dieses große Paket, was erstmal geschnürt wurde mit der großen Frage und Überschrift: Packen wir das eigentlich? Machen wir das? Ja. Wurde extrem viel
oder extrem viele Tage und Nächte wurden sich um die Ohren geschlagen und da wurde extrem viel Arbeit reingesteckt. Absolut. Also das ist ja Hut ab, kann man dann nur als Mannschaft auch sagen. Dass die Ehrenamtlichen da geleistet haben. Also es ist ja wirklich alles ehrenamtlich. Bei uns kriegt auch keiner Geld. Fahrtkosten werden noch erstattet, aber das war es dann auch so, ne? Für die Auswärtigen. Ansonsten, ja, alles allein auf die Beine gestellt durch ehrenamtliche Helfer, durch die Vorsitzenden im Verein und die ganzen Beihelfer. Also. Hättest du dir, es klingt jetzt gemein, aber ist wirklich nicht gemein gefragt, aber wo du es vorhin angesprochen hast, dass du jetzt so erfahren, möchte ich sagen, bist, hast du gedacht, dass du dann jetzt mit fast 33 nochmal dritte Liga spielst? Nee, absolut nicht. Das hat sich ja auch echt eher spontan so ergeben. Ne? War, glaube ich, auch der Weihnachtsfeier von uns. Wann das denn? Ja, letztes Jahr war es auch der Weihnachtsfeier, dass es so ein bisschen gekommen ist. Ja, die letzte Saison schon ein bisschen ausgeholfen in der Oberliga, weil wir ein, zwei Verletzungen auf der rechten Seite hatten, also Linkshänder dementsprechend. Und dann war das so ein bisschen, dass ich dann da eben ausgeholfen habe, ne? So in dem Rahmen, was eben ging. Und als es dann ja auch relativ klar war, da habe ich ja gar nicht so viel beigetragen, muss ich sagen. Die dritte Liga haben sie ja eigentlich alleine geschafft, im alleinigen Gang letztendlich. Habe ich gedacht, da kaufe ich mich schnell nochmal ein, indem ich mit Maxim mal ein bisschen ein paar Worte spreche. Also durfte ich dann, weil ich davor schön zugesagt hatte, dass ich in der Oberliga ein bisschen mithelfe, durfte ich nochmal mit rein da in den Kader. Ja. Freundlich und nett vom Team um Matze. Ja, absolut. Und von daher wurde auch wieder gut aufgenommen da. Und ja, man kennt sich, ne? Also, ich bin ja jetzt seit 4 Jahren da und bleibt dem Verein auch weiterhin erhalten. Dann, der Elder Statesman von Eiderhade. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Nein, aber, ja, wir wollen es ja auch nicht schmälern. Ich habe vorhin noch im Auto gesagt, für mich, weil ich dich damals kennengelernt habe, als du im Bärentrikot unterwegs warst. Ja, richtig. Bist du für mich eigentlich immer noch so ein Wifter. Das war so die Zeit, wo ihr mal Zweiter, Dritter geworden seid. Ja, genau. Das war auch deine Anfänge so, ne? Ja, 15, 16 war ja, genau. Das, dass ihr Zweiter richtig. Geworden seid. Ja, richtig, genau. Das war ja noch unter Peter Bente. Und ja, da richtig. Hatten wir auch eine richtig gute Truppe. Und wenn da alles bei euch mitgespielt hat, ja, ne? Eigentlich hätte man da schon, es war auch knapp, ich weiß aber gar nicht, ich glaube, Flee hat 2 das geschafft oder so. In der Saison 15-16 Hamburg. Oder HSV, ja. Die sind auch irgendwann aufgestiegen, genau. Die ihr, meine ich, aber zu Hause nochmal geschlagen habt. Ja, im letzten Spieltag haben wir, glaube ich, gewonnen, ja. Aber da war das schon safe für die. Genau. Richtig. Und wenn ich so an euren Kader denke damals, mit Yannick Stock zum Beispiel, Lars Bente natürlich, Rainer Kops war mit dabei. Ja, Tommy Fengler. Tommy Fengler hat noch mit Tim Kräft. Also wir hatten da schon echt eine ganz gute Truppe. Moritz Hartz war auch schon da, meine ich, ja. Der spielt ja immer noch. Der ist immer noch im Bärenkostüm, ja. Ne? Ist ja auch schon 33 eigentlich. Nee, der ist auf jeden Fall deutlich jünger, ne? Und liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße nach Bift. Und ja, hoffen, dass die da auch, ja, für die wäre die Saison, denke ich, auch schwer. Ja. Oberligamäßig. Aber hoffen mal, dass sie es packen. War das so deine schönste handballerische Zeit oder was war das? Nee, die schönste Zeit war eigentlich in Dithmarschen. Das war eigentlich so mit die beste Truppe eigentlich, so in der ich gespielt habe. Das war ja auch damals schon dritte Liga. Ja. Und mit unter Häusler dann auch. Und wann war das nochmal? Boah, das muss die Zeit irgendwie, ja, 2010, um 2010, 2011. So lange schon her. Damals war das ja noch Regionalliga Nordost. Und das wurde dann ja, irgendwann musste man sich qualifizieren unter die ersten 7, meine ich. Und dann war das die neue dritte Liga. Und das haben wir irgendwie, oder Top 5 mussten wir werden. Und das hatten wir geschafft. Und dann kam, glaube ich, Häusler, das war dann dritte Liga. Und ja, das war eine super Zeit, ne? Also. Und das war ähnlich wie bei Eiderhade, muss man sagen. Es ist alles aus ehrenamtlichen Tätigkeiten so, ne? Alles ohne irgendwie Geld, letztendlich ohne, dass jemand da irgendwie Kohle bekommen hat, sondern Aufwandsentschädigungen in Höhe der Fahrtkosten. Die wurden dann Kilometer genau abgerechnet. Und ansonsten wurde aber für die Spieler letztendlich das getan, was man so erwartet, ne? Dass man irgendwie Getränke hat beim Training und so weiter. Das war aber für uns irgendwie schon Highlight. Also was für andere Vereine heutzutage Standard ist, das war irgendwie zu der Zeit dann, ja, für uns was Besonderes, dass alles so im Trainingslager auch geregelt wurde und so weiter und so fort. Also super gut. Und was bei Eiderhade ja auch auffällt, ist, das wurde ja in Anführungsstrichen nicht gezüchtet, sozusagen, dass ihr vor der Saison gesagt habt, wir pauen jetzt alles rein und dann müssen wir aufsteigen, sondern das hat sich über ein paar Jahre entwickelt. Ja, da wurde ja, das muss man einfach sagen, Eiderhade ist, ja, wenn nicht sogar der größte
Club hier, mit, also mit einer der größten Clubs, sag ich mal, hier in Schleswig-Holstein, auch was die Jugendarbeit... Neben Atletico Bukage. Ja, genau. Was die Jugendarbeit auch angeht, ne? Die sind da extrem engagiert und ich habe auch schon bekannt gegeben, nach der Saison werde ich zu den Pass nochmal in die zweite, zu den Möwen, kennst du? Ja, klar, logisch. Die Möwen, ja. Hab zu, Aufkleber. Genau, zu den Möwen Eiderhade geben und schönen Gruß. Und von daher, ja, da geht der Pass hin, aber ich habe dann auch gesagt, ja, ich würde gerne irgendwie eine Jugendmannschaft trainieren. Okay. Und ja, irgendwie versuchen noch das weiterzugeben, was man vielleicht selber noch im Kopf hat, ne? Irgendwo C-Jugend oder B-Jugend oder so, ne? Und das denke ich extrem wichtig auch so, um das dann ja zu erhalten, denn wenn man den Kader sich jetzt anguckt, das sind alles Spieler, die aus der eigenen Jugend dort kommen. Und so eine Jugendarbeit ist enorm wichtig einfach. Merkst du da schon auch, dass du mal hier und da ein paar Tipps im Training weitergibst und sagst, das gefällt mir? Wie meinst du das? Dass du jetzt beim im Training auch mal dir so einen jüngeren Spieler zur Seite nimmst und mit dem mal sprichst. Ja. So als Elder Statesman. Kommt durchaus mal vor, ne? Oder also, anders gefragt, wie hast du gemerkt, dass du sagst, ich könnte mir vorstellen, Trainer zu werden? Wir haben ab und an mal irgendwie auch solche Art Samstag-Trainingstage, wo dann einfach alle Kiddies kommen und dann wird gesagt, Mensch, hier zweimal zwei Spieler aus der ersten Männer zum Beispiel, soll mal das Training da leiten und sowas, das gab es schon bei WIFT und das hat mir da schon ganz gut gefallen und das gibt es bei Eiderhade auch und das macht man dann auch gerne, ne? Ist ja jetzt nicht jedes Wochenende, sondern kommt dann vielleicht einmal in der Saison vor oder zweimal ja. In der Saison. Und irgendwie so mit Kiddies habe ich auch irgendwie Bock, denen was beizubringen. Und Kiddies haben ja auch selber Bock, so, ne? Irgendwie was zu machen. Und von daher ist es dann auch einfach. Da braucht man gar nicht viel irgendwie machen, sondern die Kinder haben von allein Bock, sich dann zu bewegen, die da sind und was zu lernen. Und in dem Männerbereich ist es ja letztendlich schon so, die sind ja, ja gut, ganz klar, die ganz Jungen, sag ich mal, die jetzt 17, 18, die lassen sich auch nochmal was sagen, so. Aber bei... Aber Bock haben sie alle. Ich brauche Georg Rohwer nicht mehr erzählen, auf der Mitte erstmal gar nicht und ansonsten brauche ich ihm auch nicht erzählen, was er zu tun hat. Der kann mir eher sagen, wie ich mich mittlerweile bewegen soll. Das habe ich schon immer wieder den teilweise. Arm. Also wenn es um Spielzüge geht, kann ich auch ganz ehrlich sagen, da kann ich jeden aus der Mannschaft fragen, die wissen besser, wie die Spielzüge funktionieren als ich. Ja, aber, also du funktionierst eigentlich nur noch. Ja, genau, ich mache nur noch so ein bisschen unterstützen, aber dann eben, ja, volle Pulle, ne, also das denke ich auch, darauf kann man sich dann verlassen und das ist wichtig. Großartig. Eine wichtige Frage habe ich hier noch. Warum schreibt Fabian Job in unserer Abstimmung 3, also für Tabellenkeller? Können wir die Abstimmung nochmal einblenden? Der hängt zu viel hier in Frankfurt rum. Ich glaube, er arbeitet da, ne? Hat zu viel mit Zahlen zu tun. Da ist ihm nicht Platz. Ist ihm also 3 ist am schlechtesten, Fabian. 3, Platz 13 bis 18, 33,3%. Vielleicht ist die einzige Stimme für 3. Man weiß es nicht so ganz. Platz 2, 7 bis 12 ist das Jahr, 66%. Noch schreibt er nicht in den Chat. Wir können den Chat mal einblenden. Ja, das ist schön das zu wissen, Fabian Job. Da haben wir es nochmal. Da, Fabian Job 3, TS1405, liebe Grüße. 2, der ohne Abi 84. Überragender Name schreibt auch. 2, großer, da, Fabian Job sagt aber erster Nicht-Abstiegsplatz. Den kriegt ihr. Ja, das ist doch gut. Sehr damit wärst du einverstanden? Damit wäre ich einverstanden. Ihr startet gegen Oranienburg. Genau. Ja, gegen die kann man gewinnen. Ist eine Aussage. So. Aber ich merke auch, um deine Aussage, die haben Bock aufzugreifen, ihr habt auch extrem Bock. Ja, absolut. Es wäre ja auch Zeit, dass es jetzt losgeht, ne? Also Vorbereitung war umso länger jetzt auch, ne? Viele auch individuelles Training, also eigene Läufe und so weiter, aber man merkt jetzt auch, dass die Anspannung immer mehr wird und man will jetzt aber auch das zeigen, was man irgendwie jetzt praktiziert hat all die Wochen. Und ja. Guck mal, da kriegen wir sogar live euren Spielplan. Also 3. Oktober. Ja, geht's ist los. Nicht nur in Hohn ein Feiertag, aber ganz besonders, denn da geht's los gegen Oranienburg. 11. Oktober geht's dann zum Nordheimer HC und dann direkt der Mecklenburger die Fahrt zu den Stieren. Ja. Dann gegen Burgenland, Bernburg. Wann ist denn der erste Doppelspieltag? Da, 6. November gegen Stralsund. Und 8. November gegen Barmbek. Das aber. Nee.
8. November gegen Leipzig 2, da wurde gescrollt. Ja, so. Genau. Das heißt, ihr fahrt sonntags zum 16.30 Uhr nach Leipzig. Ja, ich freue mich auch nicht. Aber, ja, aber wert schon. Also, ja. Die meisten nehmen sich, glaube ich, auch Montag frei, wenn ich das richtig gehört habe. Denn, aber ja. Da du immer funktionierst, du nicht. Ich habe, glaube ich, da keinen Urlaub. Nee, ich habe da keinen Urlaub genommen. Da gehe ich irgendwie, ich habe Leitzeit. Komm ein bisschen später und dann passt das schon, aber ja. So, haben wir hier eigentlich auch Gleitzeit? Wir gleiten in die Werbung. Bis kurz nach, wollte ich sagen. Bis gleich. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. Wenn ihr noch Fragen habt übrigens an Philipp und zum Thema Urlaub zum Beispiel, dann schreibt sie hier in den Chat, ich kann das alles mitlesen. Ich weiß aber, das hast du gerade noch verraten, du hast Urlaub, wenn es dann auswärts nach Rostock geht im Dezember. Ja, richtig, da habe ich schon hier Wellnesshotel gebucht. Für Spiel, nach dem Spiel? Ja, nee, schon vor dem Spiel. Das soll irgendwie so laufen, dass Rostock das Spiel auf den Montag eventuell verlegen möchte. Auf den Montag? Ja, die kriegen da irgendwie die komplette Halle, also dürfen dann 1500 Leute reinlassen wohl und das kommt denen letztendlich ganz, ganz gut. Und ich hatte vorher Amrum gebucht und als es dann verlegt wurde, habe ich gedacht, Mensch, dann stornierst du das Hotel da auf Amrum und packst das dann nach Rostock und da haben wir jetzt in Kühlungsborn, ich freue mich, ein Hotel gebucht und dann reise ich von da gleich aus dem Pool an. Auf einmal strahlt da jemand so. Ja, ich freue mich echt schon drauf, also eine kurze Anreise und Urlaub habe ich dann auch, wenn Weihnachten kommt. Ja, Zeitplanung ist natürlich das A und O. Bevor wir jetzt zu meiner Lieblingsrubrik dieser Sendung kommen, die wir jetzt auch wieder, wo wir jemanden analog hier sitzen haben, in der Realität einführen werden, müssen wir eine Sache noch ganz kurz ansprechen. Was ist dran an der Geschichte, dass du auf Schalke vor, ich weiß nicht, 8000 Menschen eine Rede gehalten hast? Ja, das stimmt. Ist das wahr? Ja, war auf einer Mitgliederversammlung mal, letztes Jahr. Dieses Jahr ist sie irgendwie an mir vorbeigegangen, wahrscheinlich gar nicht stattgefunden wegen Corona. Das war irgendwie auch so eine Spottidee, sag ich mal, einfach so aus dem Nichts heraus mit dem Kollegen da hingefahren und konnte man sich dann, weil es ja ein eingetragener Verein noch ist, kann sich da unten am Rednerpult melden und dann sagen, ich möchte gleich mal ein paar Worte sagen. Es gibt dann immer die Aussprache zur Saison eigentlich und ja. Diese Saison hätte das ja auch sehr viel Aussprachemöglichkeiten gegeben. Absolut, ne? Absolut. Da wäre auf jeden Fall einige Redner, teilweise sind da bis zu 30 Redner, dann ist auch die Redezeit begrenzt, wenn man mal sagt, ne, 2 Minuten jeder Redner und du hast da schon 30, die da reden wollen, bist ja schon eine Stunde los. So, ne? Dann überzieht der eine oder andere auch nochmal eine Minute. Also von daher, ja, war eine lustige Sache, hat er auch ordentlich einen Stift in der Hose. Erste Frage. Durchgezogen habe ich es dann doch und Hochzeitsreden kann ich jetzt auch halten. Sehr gut. Aber die Frage ist natürlich, was haben die gedacht, als so ein Nordlichter ankommt? Ja, das weiß ich nicht, ich kann ja nicht in die Köpfe reingucken. Ne? Ich glaube, sie fanden es ganz okay. Ich habe zumindest. Hast du Applaus gekriegt? Ja, ich habe Applaus bekommen. Einige werden da ja auch ausgebuht, wenn die da so sagen, ja, Rauchverbot in Stadien und so. Gerade die auf der Stehtribüne, die quatschen natürlich dann auch mal eine da auf der Tribüne. wenn du von 8000 Leuten ausgebuht wirst, ist bestimmt auch ganz geil, aber ja, ist bei mir nicht passiert. Ich bin eher. Dann weil du mehr Alkohol harmonisch gefordert hast. Ja, genau. So war das so ungefähr. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben und war irgendwie eine Erfahrung und auch ganz coole Sache. Ja, finde ich der Hammer. Aber die letzte Frage dazu, wie wird man im Norden Schalke-Fan? Oh, ich bin erst damals geworden, das war 2-1, ne? Als Schalke der Minutenmeister war. Ja. Als Bayern da in den letzten Minuten da, ja, da kommen wir wieder auf Oli Kahn, der hat die doch nochmal nach vorne gepeitscht da gegen HSV. Dass sie da das Tor machen. Ich in glaub, Hamburg. Ich glaube, es war ja immer noch ein abgekatertes Spiel, da auch mit Markus Merk. Aber ich will hier jetzt. Das musst du als Schalke-Fan sagen. Ja, muss ich auch sagen, genau. Und, viele HSV-Fans werden jetzt nicken. Ja, genau. Gab wahrscheinlich nochmal eine Zahlung aus Ullis Tasche. Und auf jeden Fall war es da letztendlich die
Entscheidung war dann gefallen, so Mensch, die finde ich eigentlich ganz sympathisch, die Schalker, und so hat sich das dann durchgezogen. Wollte ich dazu noch was wissen? Jetzt bin ich bei HSV, Bayern, Schalke irgendwann rausge... Achso, Schalke, dein Fußball-Lieblingsclub? Ja. Handball brauchen wir eigentlich fragen, ist nach deinen drei Handball-Ikonen, die du vorhin aufgezählt hast. Absolut, immer wieder gerne da und ja, geiler Fall. Spielen auch jetzt gerade, deswegen müssen wir ein bisschen hinmachen, heute in Paris, ich weiß nicht, wie es steht, vielleicht kann uns das jemand hier mit in den Chat schreiben, damit wir so einen kleinen Live-Ticker haben. Jetzt kommt die wichtigste Rubrik, die haben wir hier versteckt. The Legend is alive. Kroko ist wieder dabei. So, oh, hier im Chat passiert was. Vielleicht, ich kann hier nicht so richtig scrollen. Doch, hier. Liegen mit 3 hinten, 8-5 für Paris. Oh, schaffen wir. Alles noch im Rahmen des Möglichen. Also, Kroko wieder da. Erstmals seit Corona. Läuft wie folgt ab. Da haben wir es. Wir stellen das so ein bisschen hin, Kamera, Richtung Kamera. Du kannst aber weiterhin gut greifen, ne? Ja. So, also, ich habe vorhin noch, so, paar runtergedrückt schon. Jetzt ist alles wieder fix. Die Regeln sind auch wie vor Corona. Oh. Wir drücken, abwechseln und bei wem zugebissen wird, der verliert ein Leben und wer als erstes 3 Leben verloren hat, verliert dieses Spiel. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich wünsche dir ein schönes Spiel. Ja, viel Erfolg. Du darfst als Gast anfangen. Ja. Oh, Markus Merk war wieder am Start. Überragend. 1-0 für mich. Fang du mal an. Das ist ja unglaublich. Läuft bei dir gerade. 2-0. Das ging aber jetzt ganz schnell hier. Sag mal, das war jetzt ein Krokodil. Jetzt können wir mal erzählen. Jetzt war mal der Backenzahn ganz außen. Komm. Was war das denn? Komm, wir spielen bis 5. Ja, das gibt's ja nicht. Das ist ja unglaublich. Jetzt zweimal, wenn er jetzt der Backenzahn jetzt kommt, in den letzten zwei, in den nächsten zwei, meine ich, dann spielen wir bis 10. Das ist kein Backenzahn. Ja. So, was ist 4-1? Oder nee, 3-1. Okay. Jetzt wird's spannend mal. Oh! 3-2. Oh, das ist jetzt Drama. Gibt's nicht. Oh, ob ich hier das falsch mache. Ich will jetzt den nehmen, dann nehme ich den. Ja! Oh, verdammte Axt, du. 4. 4-1. Ne, 4-2. 4-2. Ich glaube, ich habe jetzt. Oh, das ist eine schnelle Runde. Come on! Ja! Come on. Oh! Ja! Yes! Glückwunsch! Unfassbar! Wir schaffen den Kassenerhalt. Ist ein Deal. Ja. Ist ein Deal. So, erstes Spiel gegen Philipp. Ich mach eine schöne ich glaub, ja, habe ich mir jetzt vorgenommen. Wie habe ich gewonnen? 5-1 war das nachher. Nee, 2 hatte ich auf jeden Fall. 2. 5-2. Während ich noch jubel und mir hier, glaube ich, ein kühles kurz aufmache, haben wir noch einen Beitrag für euch vorbereitet von meinem YouTube-Kanal, für den ich ein bisschen Werbung machen darf. Vielen Dank an dieser Stelle an Michel, Radio vom auf YouTube. Diese Woche geht es um den Supercup. Wie sind eigentlich die SG und der THW, die am Sonnabend aufeinandertreffen, drauf? Das ist die große Frage. Das habe ich diskutiert mit Merle Schark von den Kieler Nachrichten, die ganz dicht dran ist an dem THW, und mit Rufen Möller von Flensburger Wies. Der begleitet immer die SG. Und die beiden sind also ganz dicht dran, wissen Bescheid, wie es gerade aussieht bei den Teams. Und unter anderem haben wir über die Talentesituation gesprochen. Den Ausschnitt möchte ich euch gerne kurz zeigen, weil Philipp Weger, auch ein guter Freund von Sprunghof TV,
sein Debüt gegeben hat in der Champions League und letzte Woche in Zagreb ein unfassbares Tor aus dem Rückraum erzielt hat. Eine wahre, wie hast du vorhin gesagt, Peitsche. Ja. Und da habe ich dann mal bei Merle nachgefragt, wie sich Philipp sonst so macht im Team. Wir müssen über Philipp Weger sprechen, aus der eigenen U23 hochgezogen. Ich habe einige Fotos mir auch nochmal anschließend angeguckt. Der Junge kann richtig stolz sein. Wie ist dein Eindruck von ihm? Ja, ein guter. Also das muss man halt auch erstmal machen. Ne? Dann da Zagreb, erstes Champions League-Spiel, zum ersten Mal mit diesem Tross international unterwegs. Dann kommst du da rein und dann hat er da ja auch echt aus ein paar Metern einfach einen reingefeuert. Und das war auch tatsächlich der Moment in dem Spiel, wo der meiste Jubel in dieser leeren Halle zu hören war, weil diese ganze Bank aufgesprungen ist, Fäuste gezeigt hat und sich richtig auch für ihn gefreut hat. Ja, ich glaube, dass ihn das bestimmt nochmal pushen wird, dass wir dem Selbstvertrauen gegeben haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich seine Rolle jetzt hier in der Vorbereitung gewesen, dabei zu sein, Backup zu sein. Philipp Hiecher bezeichnet ihn als Allrounder, den er halt ja auch auf der Außenposition, als beide Linksaußen verletzt waren, dann ja immer mal gebracht hat und natürlich im linken Rückraum. Ist es wahrscheinlich am Ende doch eher so ein besserer Trainingspartner, als dass man da jetzt in Punkt- oder Pflichtspielen wirklich auf ihn setzen wird. Aber ich glaube trotzdem, solche Einsätze, solche Erlebnisse wieder in Zagreb und wenn dann so eine Profis sich mit einem freuen und man einfach merkt, ja, das kann funktionieren, werden ihn bestimmt weiterbringen. Gönnen ihm alle diesen Erfolg, da wird er bestimmt noch eine Weile von zehren. Und ja, wer weiß, wo man ihn am Ende doch noch braucht in dieser Saison. Wer ist denn das nächste große Talent in Flensburg? Dürfte sicherlich Magnus Holpert sein. Das ist der Sohn von Jan Holpert. Und der ist U-Nationalspieler in Deutschland. Der ist, ich glaube, er ist jetzt schon 18. Hat jetzt die Vorbereitung bei den Profis mitgemacht. Saß gegen Kielce ja auch auf der Bank. Hat da noch nicht gespielt. Ja, von dem hält Mike Machulla sehr viel und von dem halten sie generell hier in Flensburg im Jugendbereich sehr viel. Der ist kein Torwart, wie sein Vater das ja war, sondern er ist Spielmacher tatsächlich. Und ich habe ihn auch letzte Saison dann in der A-Jugend oder auch in der zweiten Mannschaft in der Oberliga dann hin und wieder gesehen und finde ihn auch sehr, 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 sehr gut, sehr spielintelligent, aber das ist natürlich dann ein Riesenschritt, wenn es dann um Profimannschaft oder Bundesligamannschaft geht und vor allen Dingen in Kiel und Flensburg. Da es ist ja gleich für so Jugendspieler, die kommen ja nicht einfach nur zu einem Bundesligaverein, sondern die kommen dann ja gleich zu einem der allerbesten in ganz Europa und sich da dann sofort durchzusetzen. Also in Flensburg ist ja Jakob Heinl nach wie vor der Letzte sozusagen, der es ernsthaft geschafft hat. Und das ist schon 15 Jahre her jetzt mittlerweile. Kreisläufer, das ist dann ja auch nochmal was Besonderes, weil meist sind es ja vielleicht dann mal außen, wo das Körperliche nicht so die ganz große Rolle spielt, die vielleicht mal einen Platz im Team kriegen. Aber selbst da hat sich keiner ernsthaft durchgesetzt in den letzten Jahren und ja, jetzt Magnus Holpert, denke ich, bringt das Talent mit, um auch Bundesliga spielen zu können, aber dem fehlt halt körperlich sicherlich noch einiges an Masse, um dann auch in so einem Spiel wie gegen Kielce oder jetzt auch dann Supercup, vielleicht darf er ja mitfahren. Im Moment sind ja ein paar Plätze im Kader auch frei durch Verletzungen. Da fehlt ihm sicherlich dann noch was, um da wirklich mitmischen zu können. Ja. Also das ist die Talente-Situation gerade bei Kiel und Flensburg. Wenn ihr aber insgesamt wissen wollt, wie sind eigentlich die SG und der THW gerade drauf, so vor dem Supercup-Duell und worauf wird es eigentlich am Sonnabend ankommen, klickt euch gerne mal rein, würde mich freuen. Fantastisch auf YouTube. Und übrigens, apropos YouTube, auf Sprungwurf TV werden natürlich auch alle Anwurfsendungen weiterhin nachhinein als Aufzeichnung hochgeladen. Da könnt ihr euch also auch das Spiel nochmal angucken, aber die ganze Sendung sozusagen. Das ist das Entscheidende, dass ich 5-2 heute gewonnen habe. Kleiner Spaß am Rande. Mogge 1990 ist neuer Fan. Großartig, herzlich willkommen. Vielen Dank.
Freut uns extrem. Wir wollen die Community immer noch vergrößern. Ihr wisst es, hier auf Twitch zeigen wir das Ganze jetzt jede Woche. Dann anschließend also wird die Aufzeichnung zu YouTube hochgeladen. Wenn ihr im Chat mitschreiben wollt, macht es wie morgen 1990 und meldet euch an. Ist kostenlos und dann könnt ihr hier immer mittickern und auch Beispiel an Philipp oder an die weiteren Gäste in den kommenden Wochen reinschreiben. So viel schon mal vorab. Wer gewinnt Sonnabend? Es geht. Oder? War klar, dass du das sagst. Ja, definitiv. Was soll die Frage? Was soll die Frage, denkt er sich. So, der Gewinner von dem Buch wird gleich im Chat bekannt gegeben. So viel kann ich schon mal sagen. Also Hashtag Gewinn war das, wenn ihr das jetzt... Ihr habt noch eine Minute Zeit. Hashtag Gewinn. Wenn ihr das in den Chat reinschreibt, bekommt ihr Handballhimmel Kreisliga von Daniel Duhr. Ein fantastisches Buch. So viel kann ich nur dazu sagen. Und wir machen noch einen Spot. Und dann lösen wir auf, wer gewonnen hat. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. So, höre gerade, der Gewinner ist schon im Chat mit dabei. Also, wenn ihr euch anmeldet bei Twitch, könnt ihr jede Woche jetzt mit reinschreiben. Nächste Woche einmal noch Pause. In zwei Wochen senden wir wieder jede Woche. Und gibt es noch etwas Wichtiges zu verkünden? Ihr habt gerade den Werbespot gesehen. Livestreaming bietet Sprungwurf TV auch an. Jetzt in den kommenden Tagen geht's los. Am Wochenende geht's ja schon in der ein oder anderen Liga los. Und da wird Sprungwurf TV das erste Mal Spiele livestreamen. Wenn ihr mit eurer Mannschaft auch Livestreaming haben wollt, meldet euch bei Michel. Schreibt einfach eine E-Mail oder also an Sprungwurf TV. Gibt auch die Kontaktdaten auf der Webseite. Oder ihr geht zu Facebook, Insta, zu Sprungwurf TV, schreibt ihm dort, da kommt das auf jeden Fall ganz sicher an. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Und dann gibt es natürlich auch wieder, was ich vorhin sagte, viele Highlight-Szenen aus der Welt des Handballs hier im Norden. Dir vielen Dank. Gerne. Bleib gesund, pass auf dich auf. Und dann rockt die dritte Liga, wir werden das verfolgen. Genau, super. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal hier bei Anwurf, das Handballmagazin. Ich bin Vom, hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis bald, ciao. Tschüssi. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen.